Hallo meine Lieben, ich schicke euch sonnige Grüße. Schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. In dieser Legung geht es um die kommenden 48 Stunden. Was wird passieren? Was wirst du erleben? Ich schaue für dich in die Karten. Du schaust, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Es ist eine allgemeine Legung. Es kann sein, dass nicht alles, nicht zu 100% mit dir, deiner Situation übereinstimmen wird. Du hast diese Legung aber gefunden. Und deswegen warten hier Botschaften, Informationen auf dich in Bezug auf die kommenden 48 Stunden. Die kommenden 48 Stunden. Ich lege heute das Paulina Tarot. Ja, die Königin der Münzen, der Stern, die 8 der Münzen, die 2 der Münzen, die 2 der Schwerter und die 6 der Münzen liegen vor mir. Die kommenden 48 Stunden. Ich habe hier bei dir, ja, eine interessante, intensive Zeit. Mit der Königin der Münzen. Die Königin der Münzen, das ist jemand, der fleißig ist. Einfach fleißig sein. Viel tun, viel machen, aber mit Ruhe, mit Besonnenheit. Nicht so schnell, nicht so hastig. Vielleicht sogar so nacheinander. Ja, in den kommenden 48 Stunden habe ich das so auch für dich, dass alles für dich so nacheinander kommen wird. Ich habe hier eine Ordnung. Es wird geordnet ablaufen. Nicht chaotisch. Bedeutet aber nicht, dass es irgendwie so öde langweilig wird. Das habe ich nicht. Sondern eher so, ja, zuerst kommt das und dann das und nicht irgendwie, dass da irgendwie so eine Umwälzung kommt, plötzlich, überraschend, irgendetwas Furchtbares, habe ich nicht. Ich habe überwiegend gute Karten. Ich habe hier die 2 der Schwerter, das könnte zum Beispiel sein bei dir, irgendwie ein Nein, ja? Irgendwie steht da im Raum so ein Nein. Aber aus diesem Nein wird irgendwie ein Ja werden, was ich hier so sehe. Also auch nicht so schlimm. Beziehungsweise hier in dieser Angelegenheit bekommst du nicht das oder was du haben wolltest. Jemand ist verschlossen oder du bist verschlossen, aber dann bekommst du hier ein Geschenk sogar. Also das wird sich dann hier, diese Geschichte hier hinten wird sich ausgleichen in den kommenden 48 Stunden. Aber ich fange hier von vorne an und ich habe hier den Stern. Hoffnung, gute Entwicklung für die 48 Stunden. Und auch mit diesem Stern habe ich das hier so, dass diese gute Entwicklung über die 48 Stunden hinaus andauern wird, also wirken wird, über 48 Stunden hinaus. Ich wollte hier so eine Legung haben, gut, die 48 Stunden habe ich aber mit dem Stern hier nicht, sondern das geht irgendwie in die Länge. Also das wird länger andauern. Ich habe hier so die Hoffnung, gute Zeichen, Vorboten, Zeichen sehen, Zeichen bekommen, geführt werden und beschützt werden mit dem Stern hier in den kommenden 48 Stunden, aber nicht nur, über diese 48 Stunden hinaus, ja, so habe ich das. Du brauchst dir sozusagen keine Sorgen zu machen, denn dein Weg oder dein Vorhaben, vielleicht hast du was vor in den kommenden 48 Stunden, ist beschützt, ja. Das soll ich dir hier sagen. Du kannst sogar irgendwie aus den Vollen schöpfen und deinen Fokus auf eine ganz bestimmte spezielle Angelegenheit legen. Vielleicht ist es die Arbeit. Vielleicht ist es aber auch was anderes. Ich habe hier jemanden, der malt.
der malt Münzen. Also du machst Geld, du arbeitest oder vielleicht irgendetwas Kreatives machst du, ja, dich kreativ betätigen. Und da habe ich in den kommenden 48 Stunden, das liegt sehr gut drin. Da kannst du weit kommen, da kannst du viel schaffen. Das wird dir gut von der Hand gehen, also leicht von der Hand gehen. Du wirst da gute Resultate erzielen und viel draus gewinnen können, auch viel davon haben. Harte Arbeit lohnt sich, soll ich dir hier sagen. Der Fokus auf etwas legen und wirklich sich darauf konzentrieren, auf diese Angelegenheit, lohnt sich. Du könntest sogar hier mit diesem, das ist so eine Hasenkatze. Ja, das ist hier so eine Hasenkatze. Das ist ein Hase und dann so Katze. Also eine Hasenkatze, die getupft ist. Ja, das ist hier in diesem Tarot-Deck so, finde ich total süß und witzig. Und du wirst sozusagen jemanden haben, der sich sogar dich bewundert. Also du wirst bewundert werden von jemanden in den kommenden 48 dafür, dass du so fleißig bist, dass du so dich fokussieren, konzentrieren kannst und dass daraus sowas Gutes, sowas Tolles entsteht, dass du so viel schaffst, ja? Du wirst sozusagen Bewunderung ernten. Bewundert werden durch jemanden. Vielleicht bist du auch in den kommenden 48 Stunden, über die 48 Stunden, aber hier hinaus mit dem Stern, für jemanden ein Vorbild. Ja, du bist ein Vorbild, soll ich dir hier sagen. Vorbildlich sich verhalten, vorbildlich arbeiten, vorbildlich leben. Sowas habe ich hier. Und dafür bewundert dich jemand. Und die zwei der Münzen, ja, das ist hier so ein bisschen locker, leicht jonglieren. Vielleicht möchte jemand von dir irgendeine Entscheidung haben, dass du dich für irgendetwas entscheiden sollst, dass du hier vielleicht etwas bevorzugen sollst. Vielleicht kommst du in so eine Lage in den kommenden 48 Stunden, dass du hier etwas oder jemanden, das kann auch eine Person sein, bevorzugen sollst, ja, aber du kannst dich nicht entscheiden. Das ist irgendwie für dich gleichwertig oder in den kommenden 48 ist es so, das ist gut eine Zeit lang und dann ist das andere aber auch gut eine Zeit lang. Also so eine Jonglage, du jonglierst mit zwei Möglichkeiten, mit zwei Angelegenheiten. Vielleicht ist es auch so, dass in den kommenden zwei Tagen, 48 Stunden, dass du hier hin und her springen wirst. Ja, das ist so flexibel sein, Flexibilität, hin und her springen zwischen zwei Orten, zwischen zwei Menschen, zwischen zwei Angelegenheiten. Vielleicht hast du sogar zwei Jobs. Das kann hier so sein. Oder ein Hobby und ein Job. Und das kriegst du unter den Hut, ja, in den kommenden 48 Stunden. Das wird hier ausgeglichen sein. Es wird nicht super entspannend sein. Du wirst hier auch nicht auf der faulen Haut liegen. Aber du kriegst das hin, dass du den Fokus hier hast und dann den Fokus hier. Also du kriegst das unter einen Hut, ja. Ich habe das hier so Flexibilität, spielerisch das Ganze auch angehen, manche ernsthaft, manche spielerisch das alles hinkriegen und mit dem nötigen sozusagen Plan oder mit der nötigen Ruhe, Konzentration hier. Und ich habe das hier auch so mit der Königin der Münzen, dass man sich auf dich in den kommenden 48 Stunden verlassen kann. Du wirkst sehr verlässlich, sehr patent, sehr kompetent und auch man mag dich einfach, ja. Du bist, wenn du vielleicht eher so unnahbarer Mensch bist, dann wirst du hier nahbar sein, ja. Man kann dir in den kommenden 48 Stunden so näher kommen. Ich habe hier das nicht so richtig mit der Liebe drin. Mit der Liebe habe ich das nicht, aber ich habe es hier so allgemein oder beruflich etwas zu tun, viel zu tun, ja. Und hier die zwei der Schwerter, das ist hier irgendwie ein Nein. Entweder bekommst du ein Nein zu hören oder du wirst ein Nein sagen zu jemandem, zu etwas, zu irgendeiner Angelegenheit, ja. Ich habe das hier auch so für einige abblocken. Du wirst abblocken, also oder eine Abblockung erfahren, sich einfach nicht rühren, nicht sagen, nichts machen in Bezug auf etwas ganz Spezielles,
Sowas habe ich hier. Ja, also ich habe hier so, lasst mich, vielleicht wirst du das dir denken, lasst mich alle in Ruhe. Das kann auch sein, ja, dass du dir das denken wirst, weil ich habe hier die Schwerter, das sind so eher so die Gedanken, lasst mich einfach alle mal in Ruhe. Ich brauche erstmal hier Abstand, ja. Ich muss hier vielleicht nachdenken. Vielleicht wirst du auch hier in den kommenden 48 Stunden über etwas stark und fokussiert nachdenken. Aber das zahlt sich aus. Die 6 der Münzen. Da wirst du dafür belohnt werden. Du kriegst hier ein Geschenk. Du kriegst hier etwas. Du bekommst hier etwas. Es ist nicht groß. Es ist nicht riesig. Es ist hier nicht so übermäßig. Was vielleicht was Kleines. Aber das wird dir sehr viel Freude bringen. Oder irgendwie so, jemand wird sich erkenntlich zeigen oder Anerkennung. Ja, sowas habe ich hier für dich. Freundschaft. Ich habe hier auch eine starke Freundschaft, die spürbar sein wird. Jemand mag dich sehr. Jemand wird das zeigen. Vielleicht bekommst du etwas, ja. Vielleicht aber auch wird dir jemand etwas sagen, etwas zeigen. Irgendwie in diese Richtung geht es hier in den kommenden 48 Stunden. Es kann hier aber auch umgekehrt sein, dass du diese Person bist, ja, die sich erkenntlich zeigt, die etwas gibt, die etwas schenkt. Kann hier auch so sein. Ja, das waren die kommenden 48 Stunden. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit in diesen 48 Stunden. Wenn du magst, kannst du natürlich kommentieren, liken, du kannst meinen Kanal abonnieren, würde mich sehr, sehr freuen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle dafür. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.